Willkommen zur Meditation Frauenkraft, geführt von Maria Magdalena. Diese Meditation wurde zusammengestellt von Rainer Elias Strebel, dimensionssprung.de. Meine geliebte Schwester, so viele Meditationen durfte ich bereits empfangen und für dich zusammenstellen, doch diese hier ist etwas sehr Besonderes. Eines meiner innigsten Herzenskinder ist es, Frauen in ihre Kraft zu führen. In ihre Kraft im Sinne der Spiritualität, der gelebten Weiblichkeit, ihrer Sexualität und der Urkraft, die jeder Frau innewohnt. Jahrtausende lang wurde den Frauen ihre Kraft aberkannt und ihnen eingeredet, sie wären weniger wert als ein Mann. Bis heute ist dies so und es gibt Länder, in denen Frauen wegen ihres Geschlechts ihren Körper verlassen müssen. In tiefem Vertrauen, dass in der Rückkehr des Lichts auch die Frau den ihr zustehenden Platz wieder einnimmt, wieder einnehmen darf, sich selbst ermächtigt, ihrer Kraft bewusst auf ihren Thron steigt. Und in diesem Wissen ruhend, flüstere ich so vielen Frauen zu, mutig zu sein und ihren Weg zu öffnen. Heute darf ich eine Meditation für Frauen machen, für dich, geliebte Schwester. Geführt von Maria Magdalena. Dies ist mir eine ganz besondere Freude, es nährt das Herzenskind. Ich darf in die Verbindung zu meiner geliebten Maria Magdalena eintreten und es wird eine Meditation entstehen für all meine Schwestern auf diesem Planeten, die sie aufruft, ihren Platz einzunehmen. Vollständig in ihrer Kraft, in Liebe, sich ihrer Weiblichkeit bewusst zu werden, und diese zu leben, voranzuschreiten und die Rückkehr des Lichts kraftvoll zu gestalten. Lass uns beginnen, meine geliebte Schwester. Mache es dir bequem und gemütlich, sodass du eine Zeit lang gut verweilen kannst und schließe deine Augen. Lasse dich ab jetzt ausschließlich von meiner Stimme führen. Folge zunächst deinem Atem. Fühle, wie dein Atem kommt und wie dein Atem deinen Körper wieder verlässt. Langsam und regelmäßig. Finde deinen Rhythmus in deinem Atem und gestatte dir, dass du bei jedem Einatmen ein kleines Stück tiefer in dir versinkst und beim Ausatmen sende ganz bewusst ein Stück deines Alltages mit fort. Alles, was dich belastet, alles, was du trägst, darfst du nun loslassen. Atemzug für Atemzug. Fühlst du, wie du leichter wirst, geliebte Schwester? Wie du langsam bei dir ankommst? Lass uns nun gemeinsam Mutter Maria zu dir rufen.
Mutter Maria wird deine Hand nehmen und dich halten, eine Zeit lang, für die Dauer dieser Meditation. Fühle in dich. Was bedrückt dich? Was hält dich? Was hält dich klein, meine geliebte Schwester? Und nun gib auch all dies ab. Mutter Maria wird es für dich tragen, wird es dir abnehmen. Je schwerer eine Bürde wiegt in deinen Gedanken, meine liebe Schwester, umso mehr Liebe sende ich dir, auch diese, jetzt, an Mutter Maria abzugeben, eine nach der anderen. Lasse es zu ihr fließen und gestatte dir, dass all das, was du trägst, dir abgenommen wird. So fühlt es sich schon etwas leichter an, nicht wahr? Nun bitte ich dich, meine geliebte Schwester, sprich mir die folgenden Worte nach. Ich rufe nun all meine Chakren zusammen und vereine sie zu einem einzigen, leuchtenden Chakra. Ich atme Ana, das steht für das Licht. Solavana, das steht für den vollkommenen Ton. Und Elixier in mich. Und weite mich. Weite mein vereinigtes Chakra. Atemzug für Atemzug. Und indem du dies sprichst, vereinen sich die Ströme deiner Chakren und die Liebe deines Herzens fließt ein, durchströmt dich ganz und gar. Und dein Verstand darf zurücktreten
und der Liebe und der Kraft deines Herzens den Vorrang gewähren. Richte nun deine Aufmerksamkeit auch ganz bewusst auf die Sonne deiner Chakren, die da auf Höhe deines Herzens entstanden ist. Lenke deinen Atem dort hinein und atme diese drei Kristalle der Wirklichkeit. Beginne dich auszudehnen. Weite dich. Mit jedem Einatmen lasse dieses vereinigte Chakra ein Stückchen größer werden. Weite dich. Weite dich, meine geliebte Schwester, während Mutter Maria noch immer deine Hand hält und ganz nah bei dir ist. Gemeinsam mit dir ruft Mutter Maria nun all deine Engel auf, deine Engelsgruppe zu erscheinen und dir ganz nah zu sein. Rufe dir nun ganz bewusst dein inneres Kind, deine innere Frau,
Und tue dies in deinen eigenen Worten, meine geliebte Schwester. Rufe dir dein inneres Kind und rufe dir deine innere Frau. Jetzt. Wenn sie erscheinen, dann lasse sie zu dir treten und nimm sie in deine Arme. Beide, eine links, eine rechts. Achte darauf, wie sich deine innere Frau und dein inneres Kind dir zeigt. Nun erscheint Maria Magdalena und kommt zu dir, deinem inneren Kind und zu deiner inneren Frau. Es beginnt ein inneres Strahlen und Leuchten in dir. Sobald dir Maria Magdalena ganz nahe ist. Und dies ist der Moment, in dem sich alles verändern kann. Maria Magdalena sieht nun gemeinsam mit dir deine Glaubenssätze und deine Prägungen an. So viele sind darunter, die dir nicht gut tun. Möchtest du sie loslassen? Dann gebe an dieser Stelle dein Einverständnis. Und gemeinsam mit Mutter Maria wird dir Maria Magdalena nun entfernen, was dir nicht mehr dienlich ist.
Verweile in tiefer Absicht, bis dies geschehen ist.
Maria Magdalena sieht nun gemeinsam mit dir deine Weiblichkeit an, deine Sexualität und deine Glaubenssätze und Prägungen dazu. Erlaubst du dir, ganz Frau zu sein? Erlaubst du dir, diese Urkraft in dir aufsteigen zu lassen? Es gehört Mut dazu, seine eigene Kraft anzunehmen. Meine geliebte Schwester, bist du bereit? Dann gebe nun erneut dein Einverständnis. Und gemeinsam mit Mutter Maria wird dir Maria Magdalena nun lösen, was deine Weiblichkeit gebunden hat, und dich befreien. Verweile in tiefer Absicht, bis dies geschehen ist. Thank you.
Maria Magdalena sieht nun gemeinsam mit dir deine Kraft an, deinen Mut, dein Vertrauen. Erlaubst du dir, alles zu können, alle deine Fähigkeiten zu leben, sie zu zeigen, mutig voranzuschreiten? Erlaubst du dir, deine Bindungen abzustreifen, all deine Angst hinter dir zu lassen und mutig voranzuschreiten in all deiner Kraft, in all deiner Weiblichkeit und in all deinen Fähigkeiten? Erlaubst du dir dies? Dann gebe ein drittes Mal dein Einverständnis und es wird geschehen. Es wird geschehen in der Liebe von Mutter Maria und Maria Magdalena, die dich ein drittes Mal befreien werden. Jetzt.
Nun sieh dir erneut dein inneres Kind und deine innere Frau an, wie sehr sie gebadet haben in den Energien und in der Liebe. Ihr seid nun vereint und gemeinsam schreitet voran. Meine geliebte Schwester, nun lasse in dir die Vision entstehen deines Weges, der sich jetzt vor dir öffnet. Und Maria Magdalena wird diesen deinen Weg stärken und bei dir sein. Sie wird bei dir sein, geliebte Schwester, wann immer du sie rufst. Lasse nun diese Vision entstehen in dir und lasse sie stärken von Maria Magdalena und Mutter Maria jetzt.
Und Maria Magdalena spricht zu dir die Worte: Ich werde bei dir sein, wann immer du mich rufst. Verweile nun in Dankbarkeit. Mutter Maria und Maria Magdalena ziehen sich nun zurück. Und deine Engelsgruppe verweilt bei dir, um dich und umsorgt dich. Meine geliebte Schwester, kehre nun langsam wieder zurück zu deinem Atem, der dich langsam und regelmäßig durchflutet. In dein Hier und in dein Jetzt zurück. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Lasse dich langsam emportragen, zurück in deinen physischen Körper. Bringe Leben und Gefühl in deine Arme und in deine Beine. Füße, in deine Fingerspitzen. Recke dich und strecke dich und nimm noch einige tiefe Atemzüge und komme mit diesen wieder ganz im Hier und im Jetzt an. An Anascha. Meine geliebte Schwester, ich segne deinen Weg. Dies war eine Meditation von Rainer Elias Strebel. Du findest mich auf den Webseiten dimensionssprung.de, arcturianischeschule.de und cryonschule-elias.de. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine segensreiche Zeit.